Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Nix Nadelzauber. Wir sind in Folge Nummer 7. Ich habe lange nicht aufgenommen, aber was soll ich sagen, ich bin wieder da. Ja, es ist einfach sich irgendwie zeitlich nicht ausgegangen, aber ich habe eine tolle Zeit gehabt, muss ich sagen. Es ist mir nicht wirklich abgegangen, aber ich freue mich jetzt auch endlich eine neue Folge für euch aufzunehmen. Und zwar habe ich jede Menge Sachen für euch dabei. Aber zuallererst, ich möchte mich bei euch bedanken, weil ich habe trotz meiner Abstinenz tatsächlich geschafft, die 750 Abonnenten zu knacken. Yeah! Ich habe versprochen, ich mache eine Verlosung. Das werde ich auch. Und zwar am Ende von diesem Video. So, aber fangen wir einfach mal an, damit wir das nicht bei der Hitze in die künstliche Länge ziehen. Ich habe etwas Fertiges dabei und es wäre ja auch gelacht, wenn es nicht so wäre. Ne? Nach so einer langen Zeit kann man auch etwas fertig haben. Aber es ist tatsächlich nur ein fertiges Objekt, Projekt. Objekt, ne? Ein ganzes Haus ist es wieder nicht. Ich habe die Kopie vom Find Your Fate fertig gestrickt. Und zwar, wie zeige ich es euch jetzt am besten, so herum. Man fängt ja an dieser Stelle an und strickt sich asymmetrisch hier rüber zur Spitze. Hoppala, weg quasi. Zack. Da, wo der kleine Marker hängt, wo ist er? Da. Da war ich beim letzten Mal und habe noch dieses gute Stück dazu gestrickt. Ja. Meine Freundin wird sich freuen, die wird das jetzt endlich morgen bekommen. Jetzt kann ich auch den Marker umhängen. Und zwar der bleibt das kleine Herzchen, den bekommt sie an die Spitze gesetzt und kann es dann endlich tragen. Sie freut sich schon. Ich mache es immer falsch rum, ne? Der Find Your Fate ist eine englischsprachige Kaufanleitung von der Andrea Murray. Die findet ihr auf Ravelry. Und ich habe eine kleine Kopie davon gestrickt, sprich ich habe die Form genau gleich beibehalten. Ich habe die Zunahme, die Mittelmasche und die Abnahme genau gleich gestrickt wie in der Anleitung. Allerdings dadurch, dass ich nur mit zwei Farben gestrickt habe, habe ich das Color Melting verändert und den Einzelteil einfach ein bisschen gestreckt. Und ich habe komplett den Lesteil weggelassen. Gestrickt habe ich das Ganze aus der Rohrspatz-Wollmeise der Pure Base mit Nadelstärke 2,75. Einmal in der Farbe Versuchskaninchen. Ich weiß nicht genau, ich werde das gleich testen, ob man das sehen kann. Und Birkenrinde. Versuchskaninchen sind so verschiedene beerefarbene Töne. Und die Birkenrinde ist schwarz-weiß. Ja. Wunderschön für mich. Ne? Aber sie will es leider haben. Sie hat schon gesagt. Ja. Das war die Kopie vom Find Your Fate. So. Dann habe ich auch fleißig weiter gestrickt. Und zwar an den Socken, die ich zu Weihnachten verschenken werde. Und zwar stricke ich dort die Struktursocken von der Steffi Feierabendfrickelein. Das ist ein kostenfreies oder eine kostenfreie Anleitung auf Ravelry. Und ich stricke das Ganze aus der Sechsfachsockenwolle von Gründel, die Hot Socks Event. Das sind verschiedene Lilatöne, sehr dunkel, muss ich sagen. Gefällt mir jetzt inzwischen leider auch nicht mehr so, weil sie einfach das Muster fressen. Ich mag lila Töne, aber sie fressen das Muster. Aber man sieht dort zumindest, dass ich ein Stück weitergekommen bin bei der Socke. Ich stricke das Ganze auf den Adi Crazy Trio, das flexible Nadelspiel. Und zwar habe ich eins rechts verschränkt, eins links Bündchen gestrickt, habe das Muster über den Schaft geführt und eine Bumerangferse und ich habe jetzt den Fuß in glatt rechts, also der Fußteil wird eine Stino-Socke werden, weil es ist mir einfach zu schade, wenn man das Muster nicht erkennen kann. Halt nur grob erkennen kann, nicht wirklich. Ja.
Aber ich hoffe, ich werde damit irgendwann mal fertig, dass ich auch wieder eine andere Socke stricken kann, weil mir fehlen noch dieses Paar zu Ende und dann noch zwei Paar. Ich hoffe, ich schaffe es noch, bevor Weihnachten vorbei ist. Was mich da irgendwie geritten hat, dass ich das verschenken will unbedingt, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ja. Dann habe ich auch fleißig weiter gestrickt an meinem Summer. Der Summer ist eine Kaufanleitung von der Angestrickt, die es auch auf Deutsch gibt. Das wird ein Pullover ohne Arm, also ein Sommerpulli. Und wenn ich euch den jetzt zeige, dann werdet ihr sagen, hoi, da ist ja gar nichts dran passiert. Der sieht genauso aus wie beim letzten Mal. Stimmt quasi sozusagen auch. Soweit bin ich inzwischen. Wieder. Ich sage mit Absicht wieder, weil er ist nicht gleich wie beim letzten Mal. Er hat definitiv mehr Maschen. Ja, mir ist ein Fehler unterlaufen. Und der Fehler, ich schiebe das einfach auf mein Strickmojo, weil das zu sehr da war. Ich habe gestrickt wie eine Blöde und bin nicht mal auf die Idee gekommen, ich könnte das Ganze ja mal anprobieren. Da, wo ich beim Bündchen angekommen bin, hier unten am Bauch, haben wir gedacht, gut, jetzt ziehen wir das Ganze mal auf einen Wollfaden und schlüpfen mal rein. Und dann war das so eng wie dieses Trägertop hier. Ja, und dann habe ich mir gedacht, aus Wolle, das ziehst du nicht an. Das wird nichts, das ziehst du nicht an. Also habe ich hin und her überlegt, habe sogar eine Mittagspause trotz allem nochmal 3 Reihen gestrickt da dran und habe am Nachmittag dann geribbelt. Ja. Inzwischen habe ich schon wieder zur Runde geschlossen. Ich habe gleich am Abend, es war jetzt Dienstag vor 3, heute haben wir Mittwoch, also gestern vor 3 Wochen habe ich neu angeschlagen und ich bin inzwischen wieder unter der Brust gelandet oder auf der Brust fast noch, also unterm Arm. Habe schon zur zweiten Farbe gefadet. Ja. Und stricke fleißig daran weiter, wenn nicht meine anderen Projekte noch dazwischen kommen. Ärgerlich ist halt, ich war ja eigentlich schon fertig. Ne? Ja. Die dritte Farbe, die hineinkommt. Und die vierte. Ja, es hätte mir eigentlich schon auffallen müssen, weil irgendwie hätte das Ganze locker ausgereicht, um den Pulli fertig zu stricken. Irgendwie habe ich das da nicht so für voll genommen und habe halt trotzdem weiter gestrickt. Ja, Fehler braucht der Mensch, macht der Mensch. Ja. Stricken tue ich das Ganze auf den Rundstricknadeln von Chiago in Nadelstärke 3,5. Und ja, ein bisschen was habe ich noch übrig, dass ich den Kragen und die Ärmelbündchen stricken kann. Und jetzt, ja. Ich werde es mitnehmen in den Urlaub und hoffen, dass ich ordentlich daran vorankomme. Was ich eigentlich nicht alles mitnehmen will in den Urlaub zum Stricken. Ich glaube, dann machen wir fast nichts anderes im Urlaub, wenn ich all das fertig kriegen will. Ja. Die Wolle habe ich von Gabrielle von Wolleholica. Das ist die Fine Merino Socks in der Farbe Lapis Lazuli. Das war so ein 4er Wollpaket und total weich. Total super und war garantiert nicht die letzte Wolle, die ich bei der Gabriele bestellt habe. Ich habe noch weiter gestrickt und zwar an meinem einfachsten Halbmondtuch der Welt. Das einfachste Halbmondtuch der Welt, das ist vor einer Videoanleitung von der Silvi Rasch. Man erkennt nicht wirklich viel von diesem Tuch auf den kleinen Nadeln. Ich bin schon ziemlich weit inzwischen, also von der Breite her, da wo die kleine Schere hängt, da war ich beim letzten Mal, wo ich es euch gezeigt habe, da ist nicht allzu viel daran passiert, aber was lerne man daraus, wenn man das zum Stricktreffen mitnimmt? Da passiert nicht viel daran. Ich werde es jetzt auf der Autofahrt, wenn wir nach Hause fahren zu meiner Mama, da werde ich das auf jeden Fall weiter stricken und dann hoffe ich mal, dass das bald ein Ende findet, weil ich habe schon wieder so viele Gedanken in meinem Kopf, was ich nicht alles stricken möchte. Und hätte ich die Nadeln gerade alle frei,
Hätte ich eigentlich, weil ich stricke im Moment nur auf Shiagu-Nadeln. Dann könnte ich längst schon anfangen, aber dann, ich habe so langsam keine Projekttaschen mehr, ist mir aufgefallen. Stricken tue ich das Ganze auf den Shiagu Rundstricknadeln mit Nadelstärke 3,25. Ja. Und die Wolle ist von der Heike Huck. Das ist die Merino. 450 Meter auf 100 Gramm in verschiedenen Tönen. Und zwar haben wir da von Mint über Türkis bis Lila alles dabei. Ist wirklich sehr schöne Farbe. Und freue mich schon drauf, wenn es fertig ist. Aber ja, da müsste man halt auch dran stricken, ne? So. Ja. Dann habe ich auch etwas Neues angeschlagen. Und zwar habe ich angeschlagen aus der Rohrspatz-Wollmeise der Pure Base in der Farbe Harmonista 92. Das ist jetzt recht dunkel, glaube ich. Das sind so verschiedene Grüntöne mit Schwarz. Und aus dem habe ich den Comfort Fade Cardi angeschlagen. So, das ist oben mein Kragen. Man kann noch nicht wirklich allzu viel darauf erkennen. Ich hebe das jetzt einfach mal so. Ich bin dort noch mitten in den Zunahmen. Ein bisschen was fehlt mir noch. Das ist der Rücken. Und eine Seite mit Ärmel vorne. Ja, der Comfort Fade Cardi, den stricke ich aus der Rohrspatz Wollmeise Pure. Einmal in der Farbe Harmonista 92. Gefolgt von Aquarius, einem dunkleren Grün, welches aber sehr gut dazu passt. Und gefolgt von Minze, na, oder? Minze? Jetzt muss ich schwinden. Doch, Minze. Und ganz zum Schluss belebend. Die kommen dort mit rein. Da ist aber jetzt nur der Anschlag passiert und wie gesagt, dort ein paar Zunahmen. Da fehlt aber, glaube ich, noch einiges so über die Schulter drüber weg. Da fehlt noch ein bisschen was, weil da sind wir jetzt bei einem Vorderteil, da von den Maschenmarkierern ausgesehen bis hier. Stricken tue ich das Ganze auf den Rundstricknadeln von Shiagu. Ich habe dort Nadeln nachgeordert und zwar bei der Astrid von der Bodolina und habe dort, ich glaube, die 3er, die 3,25 und die 3,5 nachgeordert und habe auch gleich wieder angeschlagen, wo sie da waren. Und Seil habe ich auch noch dazu bestellt. Das habe ich neu angeschlagen. Dann habe ich schon mal vorbereitet. Ne? Und zwar möchte ich mir gerne, jetzt muss ich schauen, wo man den am besten sehen kann, ohne dass man was von der Anleitung erkennt. Jetzt knistert es. Da ist noch nichts drauf von der Anleitung, da kann man das gut sehen. Das All the Angels vom Steven West. Vorbereitet habe ich es schon im Sack, in meinem Strickbeutel. Jetzt legen wir das weg. Und zwar werde ich den All the Angels stricken aus, jetzt muss ich schauen, das müsste, jetzt hängt mir das da, ja, aus Birkenrinde. Und aus der Farbe Romantisch. Beides ist die Pure Base von Rohrspatz Wollmeise. Und vorbereitet habe ich meine Chiagu-Nadeln in Nadelstärke. Jetzt muss ich schauen, wo steht's?
3,75. Die mit dem roten Seil, das sind die Lace. Ja. Habe ich schon mal vorbereitet. Das ist hoffentlich schon angeschlagen, wenn ich das nächste Mal aufnehme. Freue mich schon drauf. Also das ist echt ein Tuch, wo ich mich wirklich drauf freue. Und das werde ich, denke ich mal, mit der Susanne vom Wollladen Strick und Schick in Otto Beuren anstricken, wenn ich sie das nächste Mal besuchen fahre. Und wir hatten nämlich einen ganz tollen Stricktreff vor 2 Wochen. Der war super. Also wir haben uns den ganzen Tag im Laden bei ihr aufgehalten. Wir haben von ihrem Mann Antipasti bekommen und haben gestrickt haben wir nicht so viel, wie wir an dem einfachsten Halbmondtuch der Welt gesehen haben. Da habe ich nicht allzu viel daran gestrickt, da ist nicht so viel daran passiert. Und wir haben aber jede Menge Wolle gekrabbelt und gekauft und überhaupt. Und da haben wir ausgemacht, wir werden definitiv mehrere Tücher miteinander stricken. Gesagt, getan. Wir haben schon eins gefunden. Bevor mein Kaffee ganz kalt wird, Kaffee trinken. Und zwar haben wir, also es war dabei die Susanne, die Curly Sue halt, vom Strick und Schick. Dann war dabei die Daniela, eine ganz eine liebe Zuschauerin, die ich jetzt endlich kennenlernen durfte. Und dann war noch die Claudia dabei. Eine Freundin von der Susanne, die wird beim nächsten Tuch mitstricken. Und wir haben die Elli, die leider nicht konnte, auch dazu verdonnert, dass sie mitstricken muss. So, und wir haben angestrickt und zwar den Color Affection von der Vera Wellemecki. So weit bin ich inzwischen schon, also ich habe den ersten und den zweiten Teil bereits fertig. Die Nadeln sind schon wieder zu klein. Ich komme jetzt hier zum dritten Teil. Ich stricke mit, insgesamt strickt man das Tuch mit 3 Farben. Ich muss mal schauen. Na, ich habe es nur schwarz-weiß ausgedruckt. Da kann man das, glaube ich, nicht so gut erkennen. So sieht das Ganze nachher aus. Ich habe dort einmal, das ist alles die Malabrigo Sockjarn. Und zwar einmal in so einem Beige. Die zweite Farbe, die dazugekommen ist, ist so ein Hellgrau. Und das Ganze komplementiert wird von einem Dunkelgrau Anthrazit. Auch sehr schön. Freue mich schon. Da werde ich gerne heute weiter dran stricken. Ich glaube, andere Farbnamen war da gar nicht. Na? So, ja. Und stricken tue ich das Ganze auf Rundstricknadeln von Chiago. Und das müsste jetzt auch die 3,25 sein. Ja. Die mit dem roten Seil. Und ich liebe diese Übergänge. Ich muss es einfach sagen, ich liebe es. Ne? Also es strickt sich, also auch das Garn, das strickt sich einfach wie Butter. Ich habe das Garn bei der Curly Sue im Laden gekauft und es strickt sich wie Butter. Also es war garantiert nicht das letzte Mal, dass ich Malabrigo gekauft habe. Und das nächste Mal, wenn ich hinfahre, weiß ich jetzt schon, hat sie Hedgehog Fibers. Da will ich mir unbedingt auch noch etwas kaufen. Weil ich habe das dort angefasst und es war genial. Ganz weich. Und ich habe Wolle gekauft von Manus del Uruguay. Das wird mein nächstes Tuch werden, welches wir Mädels vom Event stricken werden, vom Stricktreff. Und zwar wird das das von der Susanne Sommer, des Love You Baby. Love Eve Baby. Das ist einmal diese Farbe. Das ist alles Manus del Uruguay. Jetzt habe ich da aber keinen
Allegria heißt es. Und Fino. Das fällt mir da hinten der Buckel raus. Ne? Wir hatten schon unsere lustigen Momente damit. Und das ist die Fino. In so Orangetönen. Also die drei werden da drin verschwinden. Das ist ja eins, wo relativ viel... Sag schnell, wie heißt das? Patent gestrickt wird. Brioche, zweifarbig. Brioche wird da drin gestrickt. Ja, so. Dann habe ich nicht nur diese Wolle geshoppt, ich habe noch mehr Wolle geshoppt. Ich hatte euch ja in der vorletzten Folge, ja, vorletzte Folge muss es gewesen sein, die Wolle gezeigt, die ich von der Semmeline Dyeworks gekauft habe. Und ich habe ihr einen Auftrag gegeben, dass sie mir doch bitte noch etwas nachfärben soll, was passend zu den beiden Strängen ist. Und zwar hat sie mir dort ein dunkles Steffi's Pink gefärbt. Ein Raspberry Joghurt. Ganz weich, wirklich ganz tolle Farben. Und das war das dunkle Raspberry Joghurt und das ist das helle Raspberry Joghurt. Wunderschön. Ich hoffe, man kann das auch so erkennen. Und die drei Stränge passen zu den anderen zwei, die ich habe. Und dann kann ich nochmal einen Fade machen. Das ist alles ihre Merino Nylon Sock Base. Und ich habe sie einfach angeschrieben, ob sie so lieb wäre, dass sie mir das so färbt, dass das zu den zwei anderen Strängen passt. Und hat ein bisschen gedauert, aber ich habe gerne darauf gewartet und ich habe auch gesagt, ich habe es nicht eilig. Ich habe genug auf den Nadeln. Es ist nicht so, dass ich an Wollmangel leide, was man gleich auch noch feststellen wird. Ja, weil da ist noch ein Strang bei mir eingezogen. Und zwar nochmal einer von der Gabriele vom Wollholica. Und zwar ist das der Tulip. Weil der hat in meinen Beutel wandern müssen. Und ich sag mit Absicht müssen, ich kann eigentlich nichts dafür. Ich habe ihn nicht bei ihrem Shop gekauft, sondern ich habe ihn einer lieben Bekannten abgekauft, die ich kennenlernen durfte bei der Kunkelstube, wo ich letztes Sonntag war. Und sie hatte den dabei und hat dann nur gesagt, der gefällt mir so gar nicht. Und ich, boah, der ist aber schon schön. Ich stehe jetzt nicht so wirklich auf grün, aber ich fand den schon sehr schön. Und sie hatte noch einen dabei und die liebe Evelyn, das Puppenhäcksle, hat den einen genommen und ich habe den anderen. Und so hat beide Stränge ein neues Zuhause gefunden und ich habe noch etwas gekauft, weil jeder, der bisher bei der Kunkelstube gewesen ist, hat ja so eine süße Tasse mitgebracht, so eine Erdbeertasse, so eine Kaffeetasse. Ich habe mir zwei Stück gekauft, die andere steht schon im Geschäft bei mir und eine Müsli-Schale. Die kann man dort auf den, oder im Bauernhofmuseum gibt es eine Töpferei. Da kann man das erwerben. Da habe ich gedacht, das brauche ich auch. Ja, wir sind aber noch nicht mit den Wollsträngen am Ende. Ich habe noch mehr Wolle geshoppt. Es war nämlich Sale bei Rohrspatz Wollmeise und ich habe zugeschlagen. Asche auf mein Haupt. Ich habe hier 4 Knäuel Lace Garn. Lace Garn heißt ja, das sind insgesamt 300 Gramm und 100 Gramm haben eine Lauflänge von 525 Meter und insgesamt haben wir ungefähr 1600 Meter auf 100 Gramm, auf 300 Gramm. Da haben wir jetzt einmal Drachenblut. Ich habe einfach, du konntest nur bestellen, indem dass du anklickst, ich hätte gerne die lilanen, ich hätte gerne die blauen. Und die Türkisen habe ich auch noch, aber beide Türkisen sind schon wieder weg, die habe ich nicht mehr. Das ist das Drachenblut.
in verschiedenen Lila-Tönen und oder Blautönen mit Rot. Dann noch ein blauer oder türkiser, ich weiß nicht genau, welchen es dort mehr trifft. Das ist, also bei dem war zum Beispiel, da ist jetzt zwei Knoten drin in dem Knäuel. Bei dem ist es die Farbe, die Färbung. Der Gewitterhimmel war das. Ich hoffe einfach, dass man ein bisschen was von den Farben erkennen kann. Und dann ist noch bei mir eingezogen das Veilchen. Da liegt das Ohr an der Farbe. Sie steht immer hier auf dem Schädel mit drauf, an was es liegt, dass sie das als Nobody's Perfect Strang hergeben. Und der hat auch lila und blau drinnen, das Veilchen. Ganz schön. Eine wunderschöne Färbung. Und das ist, also der ist wirklich mein absoluter Liebling. Und oh, der ist schön. Das ist der letzte Versuch und der hat einen Knoten zum Beispiel drinnen. Der ist in verschiedenen Lila-Tönen. Hat aber auch 335 Gramm. Also hat wirklich viel. Da bekommt man ein schönes Oberteil draus. Ich hoffe, man hat jetzt in der Kamera einiges erkennen können. Ich hoffe es für euch. Ja, das war es erst einmal mit den wolligen Sachen. Dann ist bei mir noch eingezogen zwei Hefte vom Pompon Quarterly. Das ist schon ein älteres. Das habe ich mir nachbestellt. Und dieses ist auch bei mir eingezogen. Ja, die sind wirklich total schön. Und da sind einige Projekte drin, Pullis drin, wo ich gerne nachstricken möchte. Also ich kann es euch nur empfehlen. Ich zeige es euch jetzt mal ganz kurz einen, den ich auf jeden Fall nachstricken möchte. Ich hoffe, man kann das erkennen. Den möchte ich mir auf jeden Fall nachstricken. Ist auch eher ein Sommerpulli. Ja, schauen wir mal. Das sieht man es auch nochmal. Die kommen aus, ja, aus UK. Und also ich bin echt gespannt. Vorne den Pulli, der bei dem einen drauf ist, den will ich mir auf jeden Fall stricken. Und wo ist es? Dieser Pulli gefällt mir auch sehr gut. Den will ich mir noch stricken. Da sieht man ihn auch noch einmal. Ja, also das würde ich mir sehr gerne stricken. Also da finde ich garantiert etwas daraus. Und dann war ich noch ein bisschen in meinem Nähzimmer unterwegs. Ich habe mir eine kurze Hose genäht. Die zeige ich euch jetzt nicht, weil die ist ein bisschen... Ich habe so einen weißen Ankerstoff gehabt und der sieht eher aus wie eine Schlafanzughose und es ist auch eher so für zu Hause was geworden, weil meine Anker gehen... Der Bund geht so rüber, die einen Anker gehen so runter und die anderen gehen so hoch. Und hinten ist genau das Gleiche. Irgendwie habe ich mich beim Zuschneiden ein bisschen ablenken lassen und habe nicht aufgepasst. Mir ist das auch gar nicht erst so aufgefallen. Erst so, wo ich zusammengelegt habe, habe ich gedacht, das passt hinten wie vorne nicht. Gut. Aber nachdem die Hose auch leider ein bisschen zu groß geworden ist, ist sie eher für zu Hause. So, fertig. Wer mir auf Instagram folgt, hat das nächste schon gesehen, was ich mir genäht habe. Und zwar war ich ja bei der Elli gewesen, schon im Juni, und habe mir dort einen Leinenstoff gekauft und habe mir aus diesem Leinenstoff einen Rock genäht.
mit einem Bündchen obendran, was mir leider ein bisschen zu groß geraten ist, aber man kann es wunderbar umschlagen. Also es ist mir nicht zu hoch, sondern zu weit geworden, aber man kann es wunderbar umschlagen und er passt trotzdem. Er könnte nur ein bisschen enger sein. Ich habe dort kein Schnittmuster verwendet, sondern habe einfach Rechtecke zugeschnitten und hier unten so kleine Dreiecke, habe die ja, zusammengenäht, miteinander verbunden und fertig ist ein luftiger Leinenrock, wo wirklich, also gerade bei diesen warmen Temperaturen, trägt sich traumhaft. Ne? Es trägt sich auch noch traumhaft das T-Shirt, was ich genäht habe. Und zwar ist das so ein ganz luftiges, leichtes Oversize-Shirt. Und zwar in Rosé. Man kann wirklich, also man muss etwas drunter ziehen, man kann dort komplett durchschauen. Und das ist so Yoga-Strick. Den Stoff habe ich bei Grinsestern. Ja, grinsestern.com bestellt. Das ist hier in Österreich, in Tirol, im Kirchbichl und nennt sich Yoga-Strick. Ist aber sehr, sehr durch dieses Feine und durch das Gestrickte, es ribbelt sich sehr leicht auf und das war mein Problem am Kragen. Aber jetzt im Nachhinein habe ich es ganz gut gelöst. Ich habe noch was übrig und werde mir das sicher noch einmal stricken. Nähen. Und das ist ein ganz einfacher T-Shirt-Schnitt von Dani von Schnittgeflüster. Ich glaube, Alize heißt die Anleitung. Ich verlinke sie euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Und also ich kann die Anleitung nur empfehlen. Zuerst habe ich gedacht, na, das wird vielleicht ein bisschen weit, aber ich stecke immer so vorne diesen Teil so in den Hosenbund hinein, dass es wirklich sehr frech und locker aussieht. Also ich mag es wirklich sehr gerne. Und gerade jetzt bei den warmen Temperaturen, es ist so leicht, da hast du das Gefühl, du hast eigentlich nichts an. Ja. So, jetzt habe ich noch eine Sache, oder eins in eigener Sache, und zwar, ich habe die Shiagu-Nadeln ausprobiert. Ach, Blödsinn, nicht die Shiagu-Nadeln, ich habe die Haya-Haya. Oder hier, je nachdem, wenn man das ausspricht, ausprobiert. Ich habe mir ja da ein Set gekauft, das habe ich schon mal vorgestellt. Ich bin nicht begeistert. Es sind einfach nicht meine Nadeln. Ich hätte vielleicht die Haya vor den Shiagu-Nadeln kaufen sollen, dann wäre es das gewesen. Aber es sind nicht meine Nadeln. Ich habe jetzt hier von Nadelstärke 2,75 bis Nadelstärke, muss ich schauen, 5 habe ich hier Nadeln da, plus Seile, plus das kleine Gummiding zum Anschrauben und da ist alles dabei. Da sind 4 Seile insgesamt, die Gummis zum Festmachen, ist alles dabei. Und ich tät das ganz gerne tauschen wollen. Wenn jemand Interesse hat an einen Tausch, wenn jemand Interesse hat an den Nadeln und sagt, du Niki, ich tausche da gerne mit dir, gerne dieses Set würde ich ganz gerne tauschen wollen, schreibt mir eine E-Mail, unten in der Infobox ist diese verlinkt, dann werden wir uns schon einig. Ja, also ich hoffe. Vielleicht gefällt es jemandem, dass er sie haben möchte. Ich habe noch etwas genäht. Und zwar, ich habe ja gesagt, wenn wir die 750 Abonnenten erreicht haben, dann überlege ich mir etwas für eine Verlosung. Das habe ich getan. Ich habe genäht. Ich habe eine große Projekttasche genäht. Da passt ganz locker ein Pulli hinein. Das ist in so Retro-Farben. Das sieht aus wie so eine Retro-Gardine aus den 50ern. Voll cool. Also mir gefällt es richtig gut. Mit einem Edelweiß
Band verziert mit einem Boden. Ich habe es jetzt hier nur zusammengeklappt. Also der Boden ist da. Da habt ihr ordentlich Platz in dieser Tasche mit Reißverschluss und innen einem Baumwollstoff. Ja, also da passt locker ein großes Pulli oder Cardigan-Projekt rein. Und die Tasche wird nicht alleine reisen an den Gewinner, sondern ich werde mir da noch etwas einfallen lassen und überlegen. Da kommt noch etwas dazu. Wer diese Tasche gerne gewinnen möchte, schreibt mir bitte in die Kommentare. Das Gewinnspiel steht in keinerlei Relation zu YouTube. Das ist ganz allein für mich oder von mir. Und ich weise auch darauf hin, dass derjenige, der teilnimmt, namentlich genannt wird in meinem Podcast, dass er gewonnen hat. Die E-Mail-Adresse, na Blödsinn, noch einmal, von vorne. Das Gewinnspiel gilt ab heute bis zum 10.8., also heute ist der 1.8., bis zum 10.8. um 0 Uhr. Ich werde danach auslosen, so wie beim letzten Mal mit Zettelchen. Der Gewinner erklärt sich bereit, dass ich hier seinen Namen nennen darf. Sobald da ein Kommentar mit dem Kennwort oder mit dem Wort Verlosung erfasst, unten hier drunter einen Kommentar schreiben mit dem Betreff Verlosung. Dann nehmt ihr daran teil und erklärt euch gleichzeitig da bereit, dass ich euren Namen nennen darf, wenn ihr gewonnen habt. Ich werde das Ganze dann auslosen hier im Video. Und wenn ihr mir später per E-Mail eure Adresse bekannt gebt, sobald das Päckchen auf den Weg gegangen ist, werde ich die E-Mail auch wieder löschen, sodass die Adresse bei mir auch verschwunden ist. Ja. Jo, das war's. Wer die gewinnen möchte, wie gesagt, ein Inhalt kommt noch hinein. Lasst euch überraschen. Also ich lasse mir da auch etwas einfallen. Ja. Dann bin ich jetzt am Ende. Ich glaube, ich habe lange aufgenommen heute. Aber ich hatte auch verdammt viel zu zeigen, ne? Ich sollte vielleicht nicht immer so lange warten beim Aufnehmen. Aber ja. Na, ich glaube, ich habe wirklich nichts vergessen. Egal. Und wenn nicht, zeige ich es euch einfach beim nächsten Mal. Ich glaube, da kommt schon noch was hinzu. Ich habe nämlich schon so ein paar Ideen und ich hoffe einfach wirklich im Urlaub dann etwas fertig zu bekommen. Und drückt mir die Daumen, dass das Wetter hebt. Jetzt im Moment sieht es eher nach Gewitter aus, aber sie haben die Woche noch heiß gesagt und nächste Woche schon wieder etwas Abkühlung. Drückt mir die Daumen, dass ich nachher dann auch schönes Wetter habe im Urlaub. Ja. Meine Süßen, ich wünsche euch eine tolle Woche mit ganz viel Strickzeit, eine schöne Restwoche, eine schöne Zeit bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Folge und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich damit. Sucht euch ein schattiges Plätzchen und was hilft, habe ich schon ganz oft gesehen, wenn man die Füße in kaltes Wasser stellt. Das hilft, dass man nicht so heiß hat. Ansonsten macht's euch schön und wir sehen uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.